Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, mit Drachen ist alles besser, oder genau gesagt hier um Losu, welches sich im Gebiet Nasmir befindet und zweit bei 7349. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht die Folge aus, wir nehmen ein ungezähmtes Jungtier mit Schwanzfähig, Stachelhaut und Heilflamme, Nähte für einen Drachen mit Arkanschlag, Vergänglichkeit und Mondfeuer und Nexus Welbing mit Schwanzfähig, Mana Woke und Arkaner Sturm. Falls man Probleme hätte jetzt hier beim ersten Pad, da könnt ihr eigentlich fast jedes Pad auch mitnehmen mit irgendwelchen Flugattacken, weil es ist halt einfach so, das erste Pad von uns muss halt einfach das erste Pad des Gegners besiegen und dann wird es eigentlich gleich wieder ausgewechselt durch das zweite Pad und eben wie gesagt, das sollte eigentlich nur wirklich dafür da sein, um halt wirklich den ersten Gegner besiegen zu können. Hier, wenn man jetzt zum Beispiel eine Nähte für einen Drache hat mit mehr Leben als Nexus Webling, kein Problem. Da passt man halt einfach seine Taktik ein wenig an, weil ja, beide Pets sollten eigentlich auch mit beiden Pets des Gegners auskommen. Also eben da müsst ihr jetzt nicht speziell darauf achten. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier zu Beginn gleich mal die Stachelhaut einsetzen. Leider läuft der Kampf nicht immer gleich ab, weil der Gegner hier immer wieder ein wenig unterscheidet zwischen Zungenschlag und Gifthaut. Ab und zu setzt der Gifthaut gleich zu Beginn ein. Also eben, da gibt es immer ein wenig unterschiedliche Taktiken. Aber eben, ich arbeite immer gleich Stachelhaut, Schwanzfähiger und falls man irgendwie knapp wird von den Gesundheitspunkten her, halt ja, sich heilen mit der Heilflamme, aber eben ansonsten halt wirklich nur ja, den Schwanzfähiger raushauen. So, jetzt an dieser Stelle wird er sich heilen, Fliege fressen hier. Man könnte eigentlich auch sich selber heilen, aber sollte eigentlich nicht unbedingt nötig sein, weil wir mit den nächsten drei Attacken ja hier den Lilly töten sollten, wegen dem Drachkin-Buff noch zusätzlich. So, dann kommt hier Molasse ins Spiel, an dieser Stelle werden wir gleich ausgewechselt. Dann kommt die Nähte für einen Drache oder halt Nexus Webling. Beim Nexus Webling ist es klar, Arcana Sturm und Mana Woge einsetzen. Beim Nähte für einen Drache ebenfalls hier einfach Mondfeuer und Arkanschlag einsetzen. Wenn ihr vielleicht irgendwie knapp werdet von dieser Vergänglichkeit hier gegen den Windpuffer, also wenn Windpuffer vielleicht zu früh wieder eingesetzt werden könnte, am besten das konnte mit Vergänglichkeit, aber sollte eigentlich nicht dazu kommen, weil ja, Arkanschläge halt sehr guten Schaden anrichten, weil der zweite sollte hier mit dem Drachkin-Buff gewirkt werden können. Auch wenn ich jetzt gecrittet habe, sollte sowieso hier passieren, eben dass man mit dem zweiten Arkanschlag ja hier diesen Molasse töten würde. Jetzt kommt Ticker ins Spiel, hier ist leider Kokonschlag ein bisschen zufällig, also es kann sein, dass es gleich zu Beginn einsetzt, es kann sein, dass es vielleicht erst in vier Runden einsetzt. Ich arbeite hier ebenfalls immer gleich Arkanschlag, man könnte auch Vergänglichkeit einsetzen. Es bringt sozusagen fast nichts, weil man eben nicht wirklich wissen kann, was er jetzt als nächstes einsetzt. Deshalb halt einfach Arkanschlag, falls ihr Probleme hättet. Ja, würdet ihr am besten mit Vergänglichkeit vielleicht noch dazu arbeiten, aber eben wie erwähnt, es bringt nicht wirklich viel, weil man halt einfach nicht wirklich achten kann, was da einsetzt. Jetzt an dieser Stelle sind wir leider getötet worden, aber eben Nexus Welbling sollte keine Probleme haben, hier mit Arcaner Sturm einfach arbeiten und ansonsten Mana Woge einsetzen, um halt den Rest zu erledigen. Ja, an dieser Stelle sollte man dann auch schneller werden. Falls es nicht der Fall wäre, kein Problem. Man hat ja noch ein bisschen Leben hier vom Nexus Welbling, aber eben zu Beginn ist es ein bisschen blöd gelaufen, jetzt auch für den Nedefern-Drache. Meistens ist es sogar so, dass man noch eine Attacke einsetzen kann beim Nedefern-Drache, aber eben ist es immer so unterschiedlich, weil der Kampf halt immer auch unterschiedlich ja, ablaufen kann. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.